Na, die Reifen lasse ich drauf. Die wechsle ich nicht. Ja, sicher, Boba nur 80 Punkte hin. Leck mich. Ich habe halt auch gut 10 Sekunden verloren. Muss man zugeben. Nicht wechseln, nur auftanken. Zumindest spare ich mir ein paar Sekunden durch den Reifenwechsel, den ich ja nicht mache. Nachtanken geht ja mächtig schnell hier. Es hat zumindest noch vor Gallo gereicht. Wenigstens das. Versuchen wir halt nochmals um die 13 Runden draußen zu bleiben und aufs Wetter zu achten. Ach komm, was war denn jetzt das schon wieder? Boah! Der aus dem Nichts kam. Meine Fresse. Das ist so unnötig.
Okay, die Regenwolke kommt. Aber es wird wohl nur leichter Regen sein. Ob man da jetzt schon wechseln muss, ist eine andere Frage. Hölle, brauchst du so viel Zeit auf? Ah, ich bin wohl noch im Motormodus 6. Deshalb. Ach komm! Vollidiot! Geht's natürlich nicht, wenn ich die ganze Zeit im Motormodus 6 bin, dann verliere ich nur Positionen. Solange es sich nur um diesen Tröpfelregen halte, ist es nicht so schlimm. Langsam schon, dass er mehr ran. Der kommt noch, aber noch nicht jetzt. Vielleicht in zwei Runden. Holzkopf. Bremst so verdammt früh und dann stehst du trotzdem in die Innenseite und beschleunigst einfach mal so ganz easy weg. Schaffst du irgendwie nicht, die Gegend zu überlisten.
mal noch eine Runde. Eine weitere Runde geht noch, danach würde ich auf die Regenreifen wechseln. Obwohl, vielleicht schon in dieser Runde. Mann, Wilk, blaue Flaggen, weißt du, was das ist? So, jetzt an die Box. Und wir tanken noch komplett auf. Einfach weil wir es können. Wenigstens, weil ich weniger tanken muss, kann ich Gallo überholen. Verhältnisse, aber ich glaube, mit dem Regenreifen bin ich sicher. Und bei Boa merkt man, der verliert jetzt schon wahnsinnig viel Zeit. Die Regenreifen waren definitiv die richtige Wahl. Ich bleibe jetzt auf der Mischung 6. Daran erinnern, ich muss langsam auf die Bremse treten, um nicht zu starten. Sonst blockieren die Reifen.
Da haben wir eine schlechtere Bremswirkung aus, wenn man stärker bremst. Das sind ehrlich gesagt Verhältnisse, wo man, wo man ohne ABS Vorteile hat. Aber auch nur, wenn man die Bremsbalance selber einstellen kann. Wow, Boa war sogar auf dem Inter. Das war ja mal die ganz falsche Wahl. Es ist gut, wenn man doch nicht mit der Ballastkraft fährt, sondern halt einfach ein bisschen Reserve drin hat. Da holt gerade ein bisschen auf, aber ja, wie gesagt, ich bin im Chillen im Moment. Mhm.
So, jetzt klingt der Regen ab. Das dürfte bis Ende des Rennens immer trockener werden.